Crown & Pound TV, Marc Bergmann vor Ort bei der 5. La Familia Fight Night in Halle an der Saale. Und bei mir steht nun Toni Tess, der heute einen Kampf nach Punkten verloren hat. Und ja, Toni, war ein Kampf, den man so von dir gar nicht gewohnt ist. War relativ unsauber, relativ wild. Man kennt dich ja eigentlich eher als methodischen Kämpfer, der sehr, sehr viel boxt. Was war heute los? Ja, ich habe seit 3 Jahren kein K1 gekämpft und ich habe es halt so auf leichte Schulter genommen, habe mir Florian im Internet angeguckt und ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich das Ding locker mache, dass er kein großartiger Gegner ist. Und das ist halt nicht so, im Training habe ich mich so locker gefühlt und gut gefühlt und konnte alles umsetzen, aber es ist halt doch ein Unterschied, wenn man 3 Jahre kein K1 kämpft, ich habe nur geboxt und das muss man halt sehen, man kann nicht immer 2 Kampfsportstudios führen und dann denken, na, ich gehe jetzt einfach kämpfen, das haut alles hin. Ja, das ist Leben ist kein Ponyhof. Ja, also denke ich mal, daraus auf jeden Fall was mitgenommen, was gelernt für die Zukunft. Ja. Ich will mich jetzt besser vorbereiten, dass ich dann mich außen von den Kampfsportstudios mal wieder ins Trainingslager fahre. Ich habe im letzten Boxkampf gewonnen, bin da 3 Wochen weggefahren, habe mich vorbereitet in Berlin, habe einen guten Kampf gemacht. Den Kampf habe ich jetzt einen Monat später aus für leichten Schippe genommen. Bin einfach zum Kämpfen gefahren, konnte mich nicht vorbereiten, weil ich in den Kampfsportstudios zu tun hatte. Aber ja, wie ihr sagt, ja. Ich habe halt gedacht, das ist kein Thema. Nächstes Mal muss ich mich besser vorbereiten. Ich will mich noch mal bei allen Leuten, Sponsoren denken, die mich unterstützen, bei meiner Freundin, meiner Familie. Und die nächsten Kämpfe werden besser. Toni, das ist ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne entlasse ich dich auch wieder. Besten Dank. Du brauchst dich, glaube ich, für nichts entschuldigen. Man hat viele gute Kämpfe von dir schon gesehen und freut sich sicherlich auch auf die nächsten. Von daher besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Ja, danke schön an Round & Pound. Und nächstes Mal wird es besser. Alles klar, danke dir.